Ja, ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich bin zum ersten Mal auf einer Konferenz als Speaker. Deshalb, falls etwas nicht so ganz rund läuft, bitte ich um Entschuldigung dafür. Mein Name ist Axel Burghof von der Firma Capgemini, von einer Niederlassung in Köln. Ich werde was erzählen über unsere Plattform, Entwicklungsplattform für Server. Ich habe eben überlegt, was sagt man nicht serverless, sondern serverfull-Projekte typischerweise, namens DevNFW, die in letzter Zeit auch für Ich habe vielleicht hier einen Knopf gedrückt. Jetzt geht's wieder, ne? Ich war wahrscheinlich mit der Hand hinten an der Tasche. Die sich jetzt mit diversen Maßnahmen auch für Projekte anbietet. Ich stecke da mal vorne in die Tasche. Vielleicht geht es dann besser. So. Ich fange mal mit einer kleinen Anekdote an. Ich habe vor einigen Jahren mit einem Kollegen auf einer Schulung gesessen und es ging irgendwie um Web-Technologien und was die uns dabei bringen wollten. Das war irgendwie gar nicht so in unserem Sinne. Ziemlich kompliziertes, altbackenes Zeug und wir haben die ganze Zeit gedacht, das kann es nicht sein, so wollen wir nicht entwickeln. Und ein paar Wochen später rief er an, wir müssten eigentlich mal irgendwas mit den modernen Technologien in die Wege leiten, irgend so eine Plattform schaffen, wo das drin ist, was wir als Entwickler uns als Plattform halt wünschen. Halt hauptsächlich diese Open-Source-basierten Frameworks, weil die in der Regel viel weiterentwickelt sind, als die käuflichen Produkte das typischerweise sind, die wir beim Kunden vorfinden. Und in der Zeit hatten wir irgendwie noch nichts in der Hand. Kunden haben typischerweise ihre Plattformen schon da und wir mussten uns danach richten. Wir konnten dann schlecht sagen, wir haben andere Vorstellungen, weil wir gar nicht genau beziffern konnten, was wir denn eigentlich meinen mit, wir haben andere Vorstellungen. Es gibt ja ein Riesenfeld, nicht nur Spring und Hibernate, sondern tausend Sachen drumherum, die es dann zu entscheiden gilt. Und der Kollege war tatsächlich nachher erfolgreich und hat irgendwie Mitstreiter gefunden und ist bis ins Management vorgedrungen. Und glücklicherweise ist da seitdem eine Riesenwelle losgetreten worden, die sich jetzt heute DevNFW Framework nennt, was schon in einigen Ländern bei Capgemini im Einsatz ist und sich weiter verbreitet und seit März auch Open Source ist. Und das ist der Grund, warum ich jetzt damit hier auftreten kann und darf. Als wir damals gestartet sind, da waren diese Java EE Standards für uns Alltag im Projekt und es zeichnete sich so drumherum jede Menge an Hype-Themen ab. Ein paar habe ich hier mal auf der Folie versammelt. Darunter natürlich Cloud. Dieses Microservices schien noch in weiter Ferne. DevOps war vielleicht schon irgendwie in Vorläufern als Continuous Delivery zu erkennen. Und mit diesen typischerweise dicken Kaufprodukten beim Kunden hat man in dieser Welt diverse Schwierigkeiten, das so durchzuautomatisieren, auf vielen Rechnern in der Cloud zu platzieren und so weiter. Deshalb dann die Plattformentwicklung mit Zielrichtung in all das, was hier auf dem Kreis so außenrum zu sehen ist. Kriegt man natürlich nicht so einmal hin. In jedem Projekt wurde zu der Zeit immer wieder neu das vermeintlich Passende rausgesucht, was dazu führt, dass man jede Menge Entscheidungen in jedem Projekt immer wieder neu fällen muss, was viel Zeit kostet und auch oft genug persönlich gefärbt ist durch die jeweiligen Leute, die da im Projekt sind und eben die Entscheidungen treiben.
Und mit diesem Plattformanspruch ist der Gedanke, dass man halt die Erfahrungen aus all den vielen Projekten, die wir nun schon mal hatten, zusammenträgt und da eine ja, allgemein nutzbare Lösung, gleichzeitig offen für alle Spezifika der Projekte, findet. Und das über die ganze Bandbreite, Entwicklungswerkzeuge, Bibliotheken, Frameworks und so weiter. Dann hat man sich überlegt, was genau soll diese Plattform jetzt alles an Kriterien erfüllen. Es sollte auf jeden Fall Open Source basiert sein, weil das eben den Vorteil hat, dass man frei gestalten kann. Bei den Kaufprodukten hängt man den Standards oft weit hinterher. Zudem werden die typischerweise vom Kunden entschieden. Bei Open Source sind wir eher in der Entscheidung, in der Entscheidungsfreiheit, Versionswechsel mitzugehen. Es sollte für Cloud und Microservice geeignet sein. Da wieder insbesondere der Gedanke, kleine Einheiten, die man auf viele Rechner verteilt in der Cloud einsetzen kann. Es sollte so flexibel sein, dass man in der Vielfalt der Projekte jetzt nicht bei dem kleinsten Hindernis einer Kundenanforderung dann doch wieder nicht mit dieser Plattform arbeiten kann. Multichannel, es sollte diese typische Bandbreite an Client-Geräten vom Handy über Tablet, Desktop, alles Mögliche damit abgedeckt sein. Und ja, ein wichtiges Thema sicher noch Security, was ja in den letzten Jahren immer mehr Relevanz bekommen hat, hat einen starken Stellenwert auch in so einer Plattform. Dabei sollte es eine einfache Lösung sein. Keep it simple ist so ein Grundprinzip, was da berücksichtigt wurde. Und dann sind wir in 2014 ungefähr damit gestartet, haben eine Plattform damals namens Open Application Standard Plattform entwickelt. Eine Backend-Plattform basierend auf Java, WASP4J, und dazu eine Client-Plattform, damals auf JavaScript basierend mit dem AngularJS, womit dann die Web-Clients implementiert wurden. Im Backend die typischen Vertreter Spring, Hibernate, Spring Boot. Client habe ich schon gesagt, AngularJS. Zu der Zeit waren die spanischen Kollegen schon mit im Boot mit ihrer Erfahrung bei JavaScript-Clients auf einer Bibliothek namens CentraXJS. Und die haben einerseits diese Client-Plattform mit reingebracht, andererseits den Namen Devon eingebracht, weshalb das jetzt halt Devon Framework heißt. Dann weiter die verbreiteten Bildwerkzeuge, Maven, Jenkins, so Dinger wie Findbugs und so weiter. Das Übliche, was da, was man so als Entwickler kannte. Dazu gab es eine Architekturdefinition, die man hier mal erstmal einfach nur als Bild wahrnehmen sollte. Da gucken wir später rein, was dahinter steckt. Und das alles ging dann Open Source. Hier haben wir nochmal so ein bisschen detaillierteren Blick in die Technologien, die da verwendet wurden. In der Datenzugriffsschicht neben Hibernate ein Produkt, was es einfacher macht, die Queries zu formulieren, nennt sich Query DSL. Damit bekomme ich eine Java-Unterstützung vom Compiler, was Query-Formulierung angeht. Dann haben wir uns zur Regel gemacht, diese Java-II-Standards, die wir einerseits aus den Projekten erkennen und die andererseits auch helfen, mit so einer Plattform bei einer kundenverfügbaren oder kundengesetzten Serverumgebung reinzupassen, diese Java-II-Standards zu befolgen. Wir haben zwar Spring als
Implementierung hergenommen, weitestgehend, aber da, wo es passte, dann die entsprechenden Java-EE-Standards berücksichtigt. Also erst Standard, nur im Ausnahmefall die speziellen Lösungen der Produkte. Das ist damals schon als Open-Source-Projekt verfügbar geworden im Internet unter dem Namen OWASP4J und OWASP4JS. Hier ist ein ganz kleiner Einblick. Wenn man danach googelt, dann findet man so Einstiegspunkte. Es gibt dann Tutorien, wie man die einen oder anderen Themen sich erarbeiten kann. Gibt Guidelines, wie die ganze, wie solche Anwendungen aufgesetzt werden über die Architekturpunkte hinweg. Jeweils Anleitungen. Das war damals in einem Umfang von irgendwo 100 Seiten oder so. Die Architektur war genau beschrieben, die Lösungsstrategien mit den verschiedenen Produkten. Man brauchte jetzt nicht mehr sich aus der Vielfalt von den Open-Source-Produkten sich alles zusammensuchen, sondern hatte irgendwo eine komprimierte Form ausgerichtet auf das, was wir in den Kundenprojekten typischerweise brauchten. Das ist mal ein Beispiel für einen so einen Guide, der dann irgendwie die eine Architekturebene adressiert, den sogenannten Logic Layer. Und man sieht, damals waren das so 70 Seiten Anleitung. Das ist noch ein Beispiel, was die Datenzugriffsschicht angeht. Ein Tutorial für die sogenannte GRUD-Funktionalität. In ähnlicher Form findet man das jetzt immer noch im Internet mit dem alten Plattformnamen OWASP. Dann fand so ein Umbruch quasi statt. Diese Plattformen haben sich ein Stück weit in die Projekte verbreitet, aber dann kam irgendwie der Wunsch, wir wollen eigentlich mehr. Es gibt diese ganze Vielfalt an Themen wie Cloud, Microservices, DevOps, die wir alle noch nicht wirklich adressiert hatten. Deshalb sind in 17 gestartet, ist neuer Anlauf genommen worden. Man sieht auch schon am Stil der Folie so irgendwie managementtauglich, da ist wesentlich mehr Geld in diese Thematik reingeholt worden in der Firma. Und auch dieses Ziel, cloud-native Entwicklung zu ermöglichen, wurde vorrangig adressiert. Und diese ganzen anderen Hype-Themen, Microservices, IoT, was haben wir da noch? Multi-Channel nochmal betont, DevOps-Toolchain. Es gab dann mittlerweile einige Projekte, die wirklich DevOps machten, was dann wiederum in diese Plattformen reingeliefert hat. Und was sich in 2014 noch so ein bisschen dünn darstellte, unser Technikportfolio, das hat sich dann ein bisschen verbreitert, dass wir jetzt verschiedenste Datenbanken adressieren können, dass wir hier im Bereich Cloud und Microservices mehr abdecken und heutzutage da auf ein ziemlich breites Fundament abstellen können, wenn es darum geht, für Kunden Cloud-Projekte abzuwickeln. Und dieses Thema Serverless ist in dieser in der Plattform mittlerweile auch berücksichtigt. Und es ist immer so ein eine Sammlung von Code-Mustern, von Basisprojekten, mit denen man starten kann. Die Architekturbeschreibungen, die Tutorials, Trainings, dieses Gesamtpaket ist in dieser Plattform verwirklicht und deckt halt die verschiedensten technischen Plattformen ab.
Fangen wir mal mit den Webclients an. Wie da die Entwicklung heute aussieht, da hat natürlich Angular mit dem Einführen der Angular-Kommandozeile sehr viel schon Vorarbeit geleistet. Man bekommt da jetzt eine ziemlich runde Sache, kann ganz schnell in die Entwicklung mit Web-Framework Angular einsteigen. Aber wenn man dann wirklich in der Anwendungsentwicklung drinsteckt, hat man doch wieder einen Haufen Fragen. Und da versuchen wir halt so ein bisschen dazu zu packen, zum Beispiel was die Oberflächengestaltung angeht, dass wir da für verschiedene, Richtungen entsprechende UI-Bibliotheken anleitend zu verwenden. Zum Beispiel, wenn es bei einer einfachen Oberfläche bleibt, dann so ein ng-bootstrap, was für kleine Anwendungen reicht, für mittelkomplizierte Oberflächen dann eine Bibliothek namens Covalent, die auf das quasi hauseigene Framework von Google aufsetzt, mehr Möglichkeiten bietet. Und für die eher Desktop-ähnlichen Oberflächen, da empfehlen wir so ein PrimeNG. Da sind halt wesentlich mehr an den Desktop-Anwendungen orientierte Oberflächenelemente verfügbar. Und für die Mobilgeräte, iOS oder Android, Web-Anwendungen, die so aussehen wie eine App, ist dann die Ionic-Lösung das Mittel der Wahl. Hier ist mal so ein bisschen zusammengefasst, was da jetzt geboten ist. Es gibt insbesondere eine ziemlich umfangreiche Beispielanwendung namens MyTyStar, die am Desktop erstmal einiges an Komplexität zeigt, wo Docker und weiß ich nicht genau, was sonst noch dabei ist, aber es gibt da so diverse Dinge, die so zeigen, wie man so eine Anwendung in der Cloud deployt, verpackt entsprechend, steckt in der Beispielanwendung drin. Ich meine, es wäre auch dieser Ionic-Client da irgendwo mit in der Beispielanwendung verarbeitet. Und hier taucht ein Begriff auf der linken Seite, dieses CobiGen. Das ist ein Code-Generator, der schon lange mit dabei ist und der jetzt mit dem neuen Stand gelernt hat, auch die typische Grundfunktionalität von Listen und Detailansicht zum Bearbeiten von Einträgen imstande ist zu generieren. Aus einer Datenstruktur, die man so von der Datenbank her definiert, kann man dann mit dem Code-Generator sich ein Grundmuster für eine Web-Oberfläche generieren lassen und ist damit schon mal mit dem Grundmuster ausgestattet, kommt also viel schneller in der Entwicklung voran. Können wir uns nachher ein bisschen genauer angucken, wie das funktioniert. Zur Webentwicklung gibt es eine Schulung, die mehrere Tage an Volumen hat, die jetzt frei im Internet steht. Kann man sich einfach so abrufen, Schulungsprogramm, theoretische Grundlagen, Aufgaben, Beispielcode dazu. Wenn man da so durchklickert, kommt, glaube ich, ziemlich deutlich rüber, dass da sehr viel Erfahrung, was Architektur, was Technologien angeht, in der Schulung verwirklicht oder vermittelt wird, sagen wir mal so. Das ist wirklich eine Fundgrube und ist dazu noch ganz nett gemacht. Dann zum Thema Microservices gibt es einen ersten Wurf auf Basis von Spring Cloud Netflix. Da wird
die Verschaltung der Serviceprozesse über, ja, im Grunde Client-Bibliotheken gemacht, die man dann in die Prozesse einbindet. Es gibt eine Service-Registry, über die die Prozesse sich gegenseitig finden können, wo sie sich selbst verfügbar machen und worüber sie dann an andere mit anderen Prozessen kommunizieren können. Das folgt einfach dem Muster und den Implementierungen von Spring Cloud Netflix. Und der Beitrag aus der Plattform ist, dass es entsprechende, wie soll man sagen, Codemuster zur Generierung von einerseits diesem Infrastrukturprozess oder den Infrastrukturprozessen, unter anderem zur Authentifizierung, zur Sicherung gibt und andererseits die Codebasis für einzelne Microservices, dass man sich die einfach so erstmal hinstellt und dann damit die Microservice-Entwicklung direkt starten kann. Dann hat man ein grundlegendes Setup ganz einfach parat, wieder mit Dokumentation dazu und muss ich wieder nicht aus diesen Client-Bibliotheken direkt erstmal alles zusammensuchen, sondern hat schon mal ein ziemlich komplettes Paket. Was in dem Zusammenhang noch relevant ist, es gibt einen quasi Gegenentwurf dazu namens Sidecar-Pattern. Da ist der Vorteil, dass man nicht in jedem Prozess eine Client-Bibliothek für diese Zusammenarbeit der Prozesse einbinden muss, sondern der Einfluss oder die Notwendigkeiten, um einen Prozess in einem Microservice-Umfeld nutzen zu können, ist viel geringer, weil die Infrastrukturbedürfnisse alle von diesem sogenannten Sidecar übernommen werden. Also es ist wie so ein Beiwagen, der mit in diesem Cluster von Microservices steht und der die Verschaltung im Wesentlichen übernimmt, der dafür sorgt, dass die Prozesse sich finden, der dafür sorgt, dass Aufrufe geeignet abgebrochen oder wiederholt werden, wenn irgendwo mal was klemmt, die umgeroutet werden und so weiter. Ein Vorteil ist auch von diesen Pattern, dass man technologieunabhängige Lösungen hat, weil das Sidecar steht einmal da und alle mit Rest oder so kommunizierenden Prozesse, in welcher Sprache und Technologie auch immer implementiert, können dann über die Sidecar in der Microservice-Architektur kommunizieren. Und die Arbeit daran hat den Treiber, dass wir im Grunde eine Cloud-Plattform in der Firma auch noch definiert haben zum Betrieb solcher Anwendungen, die im Grunde das Sidecar gleich mitstellt. Also wenn wir Devon dahin bringen, dass es die Sidecar-Pattern unterstützt, dann machen wir es uns einfacher, die Entwicklung in Richtung dieser Cloud-Plattform zu nutzen. Was gibt es sonst noch in Sachen Cloud bei Devon? Das Thema Dockerisierung oder Containerisierung ist mit so, hier heißt es mal Cookbook, auch wieder mit Dokumentation und Skripten unterstützt, dass man die, dass man einfach schneller da reinkommt und dass die Skripte im Grunde schon in den Codemustern mit drin sind, dass man da teils gar nicht mehr großartig aktiv werden muss, um das gleich mitzunutzen. Wie gesagt, das ist in dieser MyTyStar-Beispielanwendung auch schon vorgelebt. Dann gibt es neu ein Produkt namens Devon Shopfloor, was den Betrieb in Cloud-Infrastruktur oder bei Cloud-Providern vereinfachen soll.
unter anderem wieder mit der Dockerisierung, aber insbesondere indem da die OpenShift-Plattform von Red Hat als Zielumgebung, als konkrete Zielumgebung adressiert ist. Und es gibt tatsächlich mittlerweile ein paar Projekte, die damit arbeiten, dass die Devon-entwickelten Anwendungen auf OpenShift Cloud oder Clustern dann laufen. Also im Grunde der konkreteste Ansatz, Cloud-Deployments zu unterstützen in Devon. Und diese ganzen Bemühungen waren lange, also dieses ganze Drumherum um dieses OASP, um die ursprüngliche Plattform, war lange größtenteils Closed Source bei uns im Haus. Und man hat sich jetzt quasi passend zu dieser Konferenz dazu entschieden, das komplette Programm Open Source zu stellen. Das ist mit dem Release 2.4 im Frühjahr passiert. Und seitdem findet man all die Sachen, die ich jetzt gerade erzählt habe, einfach so mit Google oder wie auch immer im Internet, sind alles Projekte auf GitHub. Und jeder ist natürlich eingeladen, das zu nutzen oder auch mit beizusteuern. Und wo auch immer man an größeren Projekten tätig ist und eine Lösung sucht oder wenn jemand in diese Entwicklungsthematik einsteigen will, der hat halt da eine ziemlich umfangreiche Fundgrube. Die Initiative ist auch mittlerweile ziemlich weit verstreut unterwegs. Es sind längst nicht mehr nur Deutschland und Spanien, sondern in der EU ist es schon in einigen Ländern mehr etabliert. Wir haben einen großen Teil unserer Entwicklung in Indien liegen. Die sind mit Trainings schon versorgt, um fleißig an der Entwicklung mitzuhelfen. Also es ist mittlerweile ein ziemlich großes Ding. Und so um die 1000 aktive Leute sind auf die Plattform bei uns in der Firma schon zu zählen. Wir hoffen natürlich, dass sich jetzt mit dem Open-Source-Gang da auch in der breiten Öffentlichkeit irgendwie Mitstreiter finden, zumindest Nutzer. Hier ist nochmal so ein bisschen dargestellt, wie umfangreich das jetzt geworden ist. Diese Dokumentation, da gibt es irgendwo so ein generiertes PDF. Wenn wir diese Komplettumgebung bei uns in der Firma auf den Rechner holen, dann kriegen wir gleich Entwicklungsumgebung, Dokumentation in dem ZIP-File mitgeliefert. Und da sind es zusammen dann um die 1000 Seiten Dokumentation mittlerweile. Ist also wirklich umfangreich geworden. Mit dabei, da sieht man, ich nehme doch besser den, ein vorkonfiguriertes Eclipse, weil das auch die Open-Source-Variante von Entwicklungsumgebung halt ist. Daneben für die JavaScript- oder TypeScript-Client-Entwicklung gibt es einen Visual Studio Code, gleich mit dabei, auch vorkonfiguriert, um dann Angular-Clients vernünftig entwickeln zu können. Es gibt teils Videos zum Thema, diese vielen Tutorials, Trainings, die Referenzimplementierung in dieser Beispielanwendung. Es gibt für Sonar Cube Beispielkonfigurationen, dass wir als Entwickler eher geleitet sind, keine Fehler zu machen. Das Thema Barrierefreiheit ist mit zumindest mal in der Dokumentation und teils in dem Beispielcode berücksichtigt. Das begegnet uns immer mehr in den Kundenprojekten, gerade im öffentlichen Sektor. Ansonsten belasse ich es hier an der Stelle mal.
für die Java-Entwickler gibt es so eine Zusammenstellung, welche Bibliotheken wie implementiert oder welche Standards wie implementiert sind. Im großen Stil ist Spring im Einsatz. Was Monitoring angeht, sieht man hier unten, da gibt es einen Zusatz, ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, dass wir bei den Kunden, die ihre dicken Application-Server gewohnt sind und mit ihren Monitoring-Konzepten auf dieses Produkt bezogen unterwegs sind, dass wir denen sagen können, mit der Plattform habt ihr da keinen Nachteil, da ist auch das Monitoring der Betrieb so nach euren Kriterien berücksichtigt. Da haben wir hier so ein Yolakia als Schnittstelle, um an Überwachungswerkzeuge anzudocken. Was die Webschnittstellen angeht, ist ein Apache CXF im Einsatz. Was das Logging angeht, da war gerade kürzlich eine Entscheidung getroffen worden, dass wir typischerweise nicht mehr in Textdateien nach Zeilenart loggen, sondern mit JSON loggen, damit entsprechende Werkzeuge diese Log-Auswertungen auch in der Cloud einfacher vornehmen können. Und das Produkt ist nicht mehr Log4j, sondern Logback an der Stelle. Also auch die Java-Backend-Welt entwickelt sich da fleißig weiter. Ein Kritikpunkt, der jetzt bei so einem Hochschulprojekt an der TH Köln in Gummersbach hochkam. Wir haben gar nicht die aktuellsten Spring-Bibliotheken an Bord. Der wird von den in Aussicht stehenden Release 3.0 der Plattform adressiert. Da wird dann auf Spring Boot 2 und Spring Framework 5 umgestellt, was natürlich einige gravierende Änderungen an dem bestehenden Code erfordert. Aber da ist dann auch wieder der Anspruch, dass die Plattform unterstützt, bestehende Anwendungen vom alten aufs neue Release rüberzuheben. Jetzt komme ich mal zu diesem Architekturdiagramm. Das ist vielleicht auch noch ein Blick wert. Wenn man sich das genauer anguckt, dann ist es auf den ersten Blick vielleicht kompliziert, aber eigentlich ist gut zu erkennen, dieses Layering, was man, da ist irgendwas mit dem Ton, ne? Hört noch? Jetzt geht's wieder. Das Layering ist gut zu erkennen. Wir teilen auf in die Datenzugriffsschicht unten, wo dann ja Java-mäßig auf die Datenbank zugegriffen wird. Die Geschäftslogik ist in dem mittleren sogenannten Logic Layer zu finden oder zu platzieren, sagen wir mal lieber so. Ist da gut aufgehoben. Und es gibt dann entsprechende Guidance, entsprechende Regeln, wie man den Java-Code an den entsprechenden Stellen gestaltet. Und um da mit Clients ranzukommen oder Services untereinander aufrufen zu können, stülpt man dem in der Architektur diesen Service-Layer über, der natürlich auf REST basiert oder auch auf den SOAP-Web-Services. Erstmal nichts groß Besonderes. Bewährte Architekturen. Ein Anspruch war ja, diese Plattform soll die ganzen Erfahrungen aus Projekten weiter nutzen helfen und sie im Grunde manifestieren, dass nicht jedes Mal wieder neu erdacht werden muss und nichts vergessen wird. Daneben sieht man diese Säulengestaltung. Also eine Modularisierung, thematisch, fachlich modularisiert. Das sind im Grunde die
ist die Gliederung, wie man sie auch für Microservices hernehmen könnte. So ist es eher für eine monolithische Umsetzung anzusehen. Und wenn man sich die Pfeile anguckt, die Verbindungen zwischen den einzelnen Einheiten hier, dann sieht man, dass zumindest auf unterer Ebene jetzt nicht kreuz und quer gerufen wird, sondern dass Aufrufe zwischen Modulen nur ab einer gewissen Ebene stattfinden. Das ist zum Beispiel ein Teil der Regeln, die da mit der Architektur einhergehen. Und zu dem eigentlich fachlich motivierten Teil braucht man natürlich noch jede Menge Querschnittsfunktionalität, Infrastrukturfunktionen. Die sehen wir da auf der linken Seite. Sicherheit, ganz großes Thema. Damit soll man als Anwendungsentwickler möglichst wenig zu tun haben, beziehungsweise die einfach nutzen können, zum Beispiel bei einer Autorisierung. Und diese Komponenten sind entsprechend halt schon fertig in diversen Varianten implementiert in der Plattform. Wie stellt sich das im Code dar? Da haben wir mit den Java Packages im Grunde eine 1:1 Abbildung dessen, was hier in der Grafik dargestellt ist. Ab einer gewissen Ebene gibt es diese fachlichen Säulen, diese Module als Java Package, und unterhalb des Modul Package dann Pakete für die Schichtung, also dieses Data Access und Logic und Service Layer, die finden sich unterhalb des Modul Package wiederum als Pakete. Und innerhalb der Pakete haben wir jeweils eine Außensicht, das ist in dem API-Paket zu finden. Da sind dann typischerweise Java-Interfaces. Und daneben gibt es natürlich die Implementierung der Außensicht, die dann mit einem Impl-Package zusammengefasst ist. Und wenn man jetzt da reinsteigt, kann man sich vorstellen, das mag man nicht alles auswendig lernen müssen. Da fällt es wahrscheinlich ein bisschen schwer, das alles so hinschreiben zu müssen, um die Regeln einzuhalten. Da kommt uns dann wieder der Code-Generator zu Hilfe, der eben nicht nur in der Lage ist, Client-Code zu generieren, sondern am Anfang schon in der Lage war, aus einer Datenstruktur aus dem Data Access Layer, einer Entitätsklasse, auf Knopfdruck den Code über sämtliche Schichten erstmal in einem Basisentwurf oder mit einer Grundfunktionalität, nämlich dieser CRUD, Create, Read, Update, Delete Funktionalität, hinzustellen. Also es geht durch den Entwickler in der Entwicklungsumgebung einfach auslösbar. Der geht auf so eine Entitätsklasse, die so einer Datenbanktabelle irgendwo entspricht, mit ein paar Attributen. Sagt dann, ich möchte jetzt gerne Code generieren per Kontextmenü. Dann kommt ein Dialog, wo man auswählt, welche Anteile, also im Grunde welche Schichten man dann generiert haben möchte. Und er zeigt auch direkt in grün und gelb an, welche Code-Dateien dann neu hinzukommen oder welche geändert werden. Der Generator ist in der Lage, zum Beispiel zusätzliche Attribute hinzuzugenerieren. Der kann also auch übergenerieren, ohne jetzt die zwischenzeitlichen Änderungen zu überschreiben. Und man hat es eben als Entwickler selbst in der Hand, ganz gezielt punktuell zu generieren. Jo. Daneben, neben diesem Code-Generierung und allem, was ich bisher erzählt habe, wollte ich noch einen Blick auf eine
weitere Ecke in der Plattform kurz eingehen. Es gibt noch ein neues Modul zum Testen, und zwar die, ja, im Grunde die End-to-End-Tests, die so von außen auf die Anwendung drauf gucken. Da ist mit Selenium über Web-Oberflächen zu testen. Und das Besondere, so persönlich finde ich da drin, dass da realisiert ist, dieses Behavior-Driven Development, wo man fachlich formuliert, welche Anforderungen zu testen sind und an diese fachlich im Grunde schon kodierten. Also es wird formal formuliert, aber mit englischer oder sogar deutscher Sprache formuliert. Und dann hängt man Implementierungen von Tests daran, führt diese Testimplementierungen mit einem Werkzeug aus und bekommt Testreports, die man den Fachlern hoffentlich ganz gut vermittelt kriegt, weil im Testreport steht dann das fachlich, die fachliche Darstellung, textuelle Beschreibung, welche Kriterien und welche Abläufe getestet wurden, obwohl der Programmierer in Java programmiert hat, was eigentlich technisch stattfinden muss. Also wir machen fachlich klar, formal klar, was die Anforderungen sind, hängen dann die Testimplementierungen da dran mit Cucumber, falls jemand das etwas sagt. Und mit den Testreports bekommen wir wieder fachlich verständliche Aussagen, was getestet, was abgesichert ist. Jo, damit bin ich durch die Folien durch und würde mich freuen, wenn noch Fragen kommen oder Anmerkungen. Ich habe noch eine Frage, und zwar, mir ist jetzt an dem Schaubild mit den Datenbanken nicht ganz klar gewesen, da war da irgendwie nochmal so ein Zwischenmodul, ja, das greifen mit irgendwie SQL. Das war bei dem Technologiebild, glaube ich, oder? Weil da waren jetzt ausgewählte Datenbanken, aber noch ein. Was dies? Query DSL. Moment, ich muss, glaube ich, ein bisschen vor. Das Query DSL, doch, das war hier. Genau. Das ist ein, ich weiß nicht, in JPA kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie danach fragen, ne? In JPA haben wir ja zwei Möglichkeiten, Queries zu formulieren. Als Text nach SQL-Manier, dann muss man Strings zusammenstückeln. Und dann gibt es noch diese Query-API, die auf Java basiert, die einem mehr Sicherheit bieten soll, die viele etwas umständlich zu bedienen finden. Also sie wird nicht ganz dem eigenen Anspruch gerecht, es wirklich leicht zu machen. Ist zwar sicherer, als mit Textstücken zu arbeiten, aber von der Handhabung ein bisschen schwierig. Und dieses Query DSL hat das offenbar viel besser hinbekommen. Die haben auch die Java-API. Und da steht dann zum Beispiel, man formuliert ein Alias basierend auf einer Tabelle. Und mit dem Alias kann ich dann sagen, where mein Alias get name zum Beispiel, dann wiederum Punkt equals ein Parameter. Also ich habe Java-Methodenaufrufe und kann die Metainformation quasi eins zu eins aus den vorhandenen Entitätsklassen schon nutzen. Ich brauche keine Metainfo generieren, sondern nehme einfach die Getter, die sowieso schon da sind und bin näher an dem von SQL gewohnten in der Java-Welt mit so Fluent API. Aber Sie haben vorhin ein paar, vielen Dank, und da waren vorhin ein paar Datenbanken dargestellt. Ist das eigentlich relevant, ob jetzt da der Microsoft SQL Server dabei steht? Die Frage war, ob es relevant ist, welche Datenbanken zum Einsatz kommen. Es ist insofern relevant, weil klar, bei JPA nicht wirklich,
Aber wenn man die Tabellenerstellung oder die Anbindung in einem Application-Server oder was weiß ich, irgendwelche Betriebsunterstützung ansieht, da kommt dann vielleicht doch wieder die Relevanz des speziellen Produkts dazu. Ich bin ein bisschen überfragt, was genau wir da bieten. Aber vielleicht ist es auch einfach daher getrieben, dass wir es jetzt mit verschiedenen Datenbankprodukten schon beim Kunden im Einsatz haben. Weil lange waren fast überall die Oracle-Datenbanken üblich und dann ergibt sich doch wieder ein diffuses Bild, was da zum Einsatz kommt. Also richtig kann ich die Frage nicht beantworten, muss ich gestehen. Also die Frage ist, was die Plattform unter Microservice-Unterstützung quasi versteht. Ne? Klar, Spring Boot ist erstmal ein Hebel und das ist für uns wichtig, weil wir, wie gesagt, aus der Vergangenheit eher mit diesen dicken Application-Servern zu tun hatten und es mit Spring Boot an sich erstmal nicht so leicht ist, einen Kunden zu überzeugen, wir haben was Besseres. Das allein reicht nicht. Jetzt kommen wir mit so einem breit ausgestatteten Plattformgedanken daher, wo wir sagen können, da sind 1000 Seiten Dokumentation, das ist nichts Kleines mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Spring Boot hat, aber es ist halt aus der Firma heraus eine dicke Plattform entstanden, die in vielen Ländern unterwegs ist, wo Leute mit Know-how und eine Community in großer Zahl dahinter steht. Und damit haben wir quasi eröffnet, jetzt gerade vor ein paar Wochen noch erlebt, selbst, ich bin jetzt selber in so einem Projekt, dass es eben leichter fällt, auf diese Weise mal mit mit Microservice-tauglicher Framework-Unterstützung überhaupt beim Kunden zu landen. Dazu muss man vielleicht wissen, dass wir eher die Großkunden in ihrem geschäftskritischen Umfeld bedienen und die schrecken eher von so hippen Themen wie Microservice zurück. Und mit dieser Plattform haben wir es A, technisch möglich gemacht, Microservices umzusetzen. Und B, ein Argument für die Kunden, da gibt es eine sichere Lösung, wo ihr euch drauf verlassen könnt. Ist vielleicht mehr mental als technisch unterstützend. Branchenmäßig eigentlich überall. Das ist so komplett durch die Bank, Handel, Versicherung, Transport, Auto, Mobil, alles Mögliche. Und da ist Capgemini dann als Softwareentwicklung solche Applikationen. Genau. Und dann ausschließlich mit dem Framework. Leider nicht ausschließlich oder na, ist vielleicht auch nicht wünschenswert, aber zunehmend. Genau. Ich habe schmunzeln müssen, weil wir haben uns in einer Masterarbeit, da ging es um die Client-Architektur, lange darüber unterhalten, wie definieren wir eigentlich, was wir für Projekte machen. Und wir sind über mehrere Versuche dann irgendwann bei dem Begriff betriebliche Informationssysteme gelandet, ohne jetzt genau definieren zu können, was wir eigentlich meinen. Aber die Projekte sind, ich sag mal, in einem Umfang von 5 bis 100 Entwickler groß. Die sind von 1 bis 10 Jahre Laufzeit. Laufzeit dann mit Betrieb und Wartung. Sagen wir mal 1 bis 5 Jahre Entwicklungszeit, bis das Produkt im Wesentlichen da ist. Die sind häufig
international verteilt. Das macht auch den, das löst auch diesen hohen Bedarf an Dokumentation und Schulungen aus. Es ist eben nicht die kleine Gruppe, die in einem oder zwei Büros nebeneinander sitzt und so ein Projekt macht, sondern typischerweise, gerade wo jetzt der Markt, der Arbeitsmarkt so leergefegt ist, ist es eine schwierige Aufgabe, Leute zumindest an wenigen Standorten zusammenzufinden. Und es sind fast immer zwei, drei Standorte, wenn nicht mehr, beteiligt. Und dann ist schon gut, wenn man einfach sagen kann, da steht, wie wir es machen. Und da sind die Trainings. Ich habe gerade drei Trainings gemacht. War gerade vorgestern noch in Erfurt mit dem Ding. Und wir können da im Grunde ins Regal greifen und den Leuten dann sagen, wenn jetzt noch was fehlt, dann guckt ihr halt da rein und könnt euch weiter ausbilden. Und wir müssen jetzt nicht befürchten, wenn jemand bei Spring Boot guckt, dass er dann, dass das diffundiert. Dass sich jeder das raussucht, was er für richtig hält, sondern dadurch, dass wir die Plattform kontrollieren, haben wir die Möglichkeit zu sagen, was genau von Spring Boot denn wie eingesetzt werden soll. Das ist für uns ein Riesenwert. Und ich bin mittlerweile auch der Überzeugung, dass es vielen außen, also außerhalb von Capgemini helfen würde. Also ich bin mittlerweile starker Verfechter dieser Plattform, so wie sie jetzt da ist, insbesondere mit dem Release 3.0, was jetzt sichtbar wird, mit den neuen Versionen der Bibliotheken, dann haben wir da echt einen Fund. Und der alte Name existiert noch einmal vor 10. Ja, ja. Der alte Name existiert noch im Internet. Also es gibt immer noch diese OASP4J und es gibt auch noch OASP4JS. Ich sag mal, wenn man mit dem einen Begriff nichts findet, dann einfach mit dem anderen probieren. Und zukünftig soll es DevNFW4J und DevNFW4JS geben. Es gibt daneben noch die .NET-Schiene und die Functional-Schiene für Serverless-Anwendungen gibt es auch. Diese beiden sind aber noch so in den Anfängen. Aber die Plattform öffnet sich dem halt auch. Nicht. Die Frage war, wie sieht es mit den Update-Pfaden aus? Wenn ich mit einer älteren Version der Plattform in Umsetzung bin, schon einen Großteil damit gemacht habe, dann ist das Update sicher nicht so einfach machbar. Die Empfehlung ist eigentlich, schon in der Entwicklung diese Umstellung auf neuere Versionen mitzugehen. Also wenn neue Versionen einer Bibliothek von außen verfügbar werden und man davon profitieren kann, das dann selbst mit im Projekt zu machen, dass es nicht in diesen schwierigen, dicken Umstellungsaufwänden landet, sondern dass man das im Grunde zum gleitenden Geschäft macht. Und dazu gibt es halt bei den Releases jeweils Migrationsanleitungen, damit man da mit möglichst wenig Aufwand da durchkommt. Wie ist die Dynamik, was halt auch einfach mal neue Frameworks oder so angeht? Die Welt bewegt sich weiter und wie gehen die Entwickler damit um, Zufriedenheit und so weiter? Das ist ja dann doch eine Einschränkung, was gemacht werden darf. Also die Frage ist, wie sich das Framework mit der Dynamik dessen, was sich im Markt im Grunde tut, umgeht, wenn ich das richtig verstanden habe. Berechtigte Frage. Ein Aspekt, eine Beobachtung war ja tatsächlich bei einem Hochschulprojekt in Gummersbach, dass die Studenten sich beklagten, wir haben da nicht die neuen Bibliotheken drin. Also es ist noch nicht die perfekte Welt. Jetzt kann ich sagen, ein paar Wochen später, wir haben das in der Mache.
Und es ist wohl so passiert, dass wir noch kein Spring Boot Version 2, also die aktuelle Fassung, da haben, weil diese vielen anderen Aspekte erstmal vorrangig schienen. Diese ganzen Hype-Themen mit zu bedienen, aufzufangen, schien notwendiger, als unten drin die Bibliotheken zu aktualisieren. Und jetzt ist, glaube ich, an der Stelle erstmal genug getan und jetzt schaltet man quasi wieder um in dieses unten drin aktualisieren. Also es werden wieder Kapazitäten für diese Release 3 Fortschreibung freigemacht. Die Entwickler im Haus, die kommen eher von der anderen Richtung. Also die haben mit der Plattform eher erstmal die Möglichkeit, gewaltig nach vorne zu kommen. Deshalb ist es im Haus noch nicht so eine Notwendigkeit. Das liegt halt daran, dass wir eher in diesen geschäftskritischen Großkundenprojekten hängen. Und ich war ehrlich vor ein paar Wochen da an der Hochschule ein bisschen unangenehm überrascht, muss ich gestehen. Jetzt nachdem ich weiß, dass Release 3.0 da unterwegs ist und was da sonst alles entstanden ist, ich habe mich in den letzten Wochen ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen können, bin ich doch überzeugt, es ist gut gelungen. Das ist ja ein Entwurf von Capgemini. Andererseits Open Source sagen wir. Ja. Wie ist denn der Umgang, wenn jetzt eine Community sagt, aber das können wir gar nicht? Auch wieder eine gute Frage. Also die Frage ist, der Entwurf stammt ja nun mal von Capgemini. Wie ist das, wenn andere es ganz anders sehen? So im Grunde. Also insbesondere die Open-Source-Gemeinde draußen. Auch da wieder, persönlich kriegte ich einen Schreck, als ich davon hörte, dass es dieses J-Hipster gibt. Und Spring Boot selbst ist ja auch sehr triebhaft, einfach Meinung zu manifestieren. Ich glaube, wir haben da einen ganz guten Weg gefunden, darauf zu gucken, was wir machen. Wenn ich jetzt überlege, was sind die Open-Source-Treiber? Viel kommt mittlerweile von den großen Internet-Companies, Twitter, Facebook und so weiter. Und die haben halt ein anderes Geschäft. Und die haben natürlich auch eine andere Meinung, was ihnen hilft, was gut ist. Und bei uns sind halt diese betrieblichen Informationssysteme führend. Und dementsprechend haben wir unsere Meinung, was da passt, in dieser Plattform manifestiert, ohne jetzt behaupten zu müssen, dass andere falsch liegen mit ihrer Meinung. Es ist einfach nur ein Angebot und die Überzeugung, dass es so vielfältig aufgestellt ist, dass da jeder für sich was rausziehen kann. Man muss es ja auch nicht komplett nehmen. Ich sagte eben, wenn ich ein Problem habe, egal wo, in welchem Umfeld, dann ist oft ein Blick in diese Riesendokumentation oder auch in die Codebeispiele und so weiter hilfreich. Da kann sich jeder etwas rausziehen und vielleicht stellt er fest, oh, da kann ich auch die komplette Nummer mal hernehmen und zum Beispiel so ein Java-Backend mit Angular-Frontend einsetzen, so wie es da vordefiniert ist. Ich glaube, Zeit ist rum. Deine Frage noch und dann. Das Paket ist ja ziemlich groß, wenn man sich so die anderthalb Gigabyte oder wie viel es jetzt sind, runterlädt. Vielleicht ist ein Einstieg, das wäre dann das kleinste Projekt. Das hat sich für den Einstieg. Das kleinste Projekt. Ich glaube, bei diesem OASP4JS war ein Projekt zu finden, wo es wirklich nur ein ganz kleines Java-Backend, einfach nur mit Spring Boot so ein REST-Service und ein kleines Angular-Frontend mit Tabellensicht und Detailsicht gibt.
Das wäre so ein Mini-Ding, was man sich hernehmen kann. Die Frage habe ich wieder nicht wiederholt. Was wäre das Kleinste, womit man anfangen kann bei diesem Riesenumfang? Ja. Gut, dann bedanke ich mich